Herzlich willkommen zu Deus Ex. Und ja, wer sich jetzt wundert, dass ich hier rumstehe und einfach mich frei bewegen kann, der sieht schon, ich habe aufgeräumt. Ich, Depp, habe die Folge begonnen und habe nicht darauf geachtet, dass ich wohl irgendwie nicht richtig auf diesen Aufnahmeknopf gekommen bin. Irgendwie bin ich wohl mit der Maus verrutscht. Und deswegen habt ihr ein bisschen verpasst, wie ich die Leute hier niedergeschossen habe. Aber gut, das ist jetzt, denke ich mal, nichts Weltbewegendes. Da kann man eigentlich auch verzeihen, hoffe ich mal. Nichtsdestotrotz habe ich dann ein bisschen hier rumgesucht und was aufgesammelt. Ein paar kleine Items, jetzt nichts wieder Weltbewegendes. Ich glaube, hier habe ich mich nicht umgeschaut. Ah doch, gut. Okay, die Toilette. Jedenfalls habe ich gesehen, wo wir hin müssen. Wir müssen dahin. Da ist der Computer. Da. Könnt jetzt, glaube ich, einfach auch rüberhüpfen. Aber ich habe gesehen, man kann auch hier lang. Ne? Hier kann man durch. Habe ich in der letzten Folge nicht gesehen und bin einfach vorbeigelaufen. Und ja, so geht's auch. Jedenfalls sind wir jetzt hier am Rechner. Eben kurz hier ein Virus mitnehmen. Ein Wurmstopp. Eigentlich wollte ich jetzt... Moment. Erstmal will ich den Wurmstopp mitnehmen. Gucken, ob wir noch was Wichtiges haben. Irgendwie PDA-mäßiges. Nee. Ich dachte vielleicht... Naja, ohne zu knacken. Obwohl, ist ja Sicherheitsstufe 1, also müsste das eigentlich gehen. Hacken? Ich hoffe es. Theoretisch dürfte nichts schief gehen. So. Obwohl, das sehe ich jetzt anders. So. 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 Schnell hier rüber. Okay, es wird scheiße werden. Zugriff gewährt. Boah, noch in letzter Sekunde geschafft. Immer, ich werde ja bekloppt. Ha, ich hätte natürlich jetzt ein Item benutzen können, aber nee. So, dann können wir das hier wieder durchlesen. Beziehungsweise einfach mal Stopp drücken. So. Hier auch noch dasselbe. Ja, Verzeihung, ich habe ein bisschen einen trockenen Hals. Ich weiß auch nicht warum. Ganz komisch. Obwohl ich eigentlich genug Wasser trinke, aber irgendwie heute ist das nicht so mein Tag. Deswegen kann sein, dass ich ab und zu so ein bisschen oder sehr oft stoppe. Geben Sie Pritchard Bescheid, Malik. Der Hacker, der uns angegriffen hat, nennt sich Windmill. Richtiger Name Ari van Bruggen. Beltauer soll ihn verhaften. Verhaften oder beseitigen? Wie auch immer, als er beschossen wurde, ist er untergetaucht. Wir müssen ihn finden. In der Nähe der Stelle, wo ich sie abgesetzt habe, gibt es einen Nachtclub, The Hive. Er ist in Schwarzmarktkreisen berüchtigt. Wenn der Holländer auf der Flucht ist, geht er dort als erstes hin. Ich rede mal mit dem Besitzer. Eine neue Aufgabe und ein Holländer. Ich hab's geahnt, von dem Namen her passte das. Gut, dann gehen wir jetzt in die Disco. Mal ein bisschen Partei, warum nicht? Naja, sowas könnte der gute Adam öfters gebrauchen. Einfach eine kleine Partei. Ha, jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen die Sicherung rausdrehen. Ja, das wäre herrlich. Ach, das ist schön. Da freue ich mich schon drauf, so ein bisschen mal rauszukommen. Andere Leute kennenlernen. So, aber erstmal wollte ich mich doch noch so ein bisschen mal umschauen. Ich komme mal rein. Juhu. Was haben wir denn hier? Pistolenmunition. Gerne. Ah, hier kann man wieder einen Wasserhahn aufdrehen, aber das will ich jetzt nicht. Muss ja nicht immer sein. Das ist ein Safe und wir können da nicht rein. Schade. Hier ist das Schlafzimmer, habe ich mir gedacht. Hier ist nichts. Auch ein bisschen Müll. Macht nichts. Was für ein Smog eigentlich, ne? Wenn man so sieht, ganze Rauch überall. CO2-Verbrauch zu hoch. 100 pro. Nee, nee, nee. So. Hier aber nix.
Nö, schade. Schade, schade, schade. Aber man kann ja nicht alles haben. Egal. Dafür gehen wir jetzt einfach raus und ab in die Düse. Vor allem, ich muss jetzt hier vorsichtig raus. Die Polizei steht ja immer noch da. Das ist dann nicht schön. Ich hoffe, jetzt geht nichts schief. Das wäre es noch. So, deswegen, ne, so wie ich halt bin, speichere ich eben schnell ab. So. Sicher ist sicher. Jensen, ich dachte, Sie wollen vielleicht ein paar Infos, bevor Sie den Hive betreten. Der Besitzer heißt Tong Si-Hung. Tong ist der Nachname. Angeblich hat er Verbindungen zu den Triaden. Die Chefs des organisierten Verbrechens in China. Na, großartig. Will sonst noch jemand ein Stück vom Kuchen? Kann ja auch nicht einfach gehen, wa? Oder einfach mal unkompliziert? Nein. Es muss ja immer Stress geben. Ah, klar. So, jetzt muss ich mal eben mal schauen, wo ich jetzt lang gehe. Nein, da. Moment. Wo ist denn das? Wo ist denn mein Ziel? Ja, auf jeden Fall ist es woanders. Könnte ich das hier... Könnte ich knacken. Hab ja eigentlich gespeichert. Keinen Code gefunden. Ist schon klar. Dann gucken wir mal, dass wir das ganz schnell hacken. Ach, hier... Ach, jetzt sehe ich das. Ich muss den Pfeilen folgen. Kann ja auch nicht einfach gehen, wa? Ah, schaffe ich das? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Was sagt ihr? Ah, das könnte knapp werden, oder? Zugriff gewährt. Ach, geht schon. So. Tür ist offen. Hier sieht's ein bisschen krass aus. Alter Verwalter. Hier wieder was blutig. Dann haben wir hier wieder ein E-Book. Mann der Zukunft. Ist doch schön. Das Phänomen. Nicht, dass er mich ja jetzt eben gehört hat, dachte ich schon. So, hier haben wir wieder einen Computer. Der ist sogar freigeschaltet. Guckt euch das mal an. Was war denn hier? Wieder so ein paar Mails. Kleine Info am Rande. Warum nicht? Ja, super. Warum ist das hier so blutig? Wurde hier einer bestimmt erschossen? Wie soll es denn sonst sein? Aber eine nette kleine Anlage hat, ja? Oder sie? Okay, Radius an. Kann man das nicht ausschalten? Nö. So, Tür. Oh, ein Safe. Oh, 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 oh. Und was haben wir da? Revolvermunition. Ah, da war wohl einer ein bisschen, jetzt nicht paranoid, aber schon über seine Sicherheit besorgt. Was haben wir denn für eins hier? Auch wieder Sicherheitsstufe 1. Das kann eigentlich, sollte nicht schief gehen. Ah, komm, so rum. Na komm. Ja, wir beeilen uns. Keine Panik. So. Zugriff so geht's auch. Ha. Einfach mal. Sicherheitsstufe 1 ist einfach nur genial. Credit. 205. Ja, gut. Haben oder nicht haben. Ich hätte gerne mehr. Lüftungsschacht. Kann man das benutzen? Nein. Gut. Dann denke ich mal, war es das fürs Erste. Und dann könnten wir eventuell fliehen. Alles klar. Setze Rundgang fort. So. Hier geht's lang. Aber ich guck mal, da war doch noch eine andere Tür.
noch ganz hinten, falls ihr euch daran erinnern könnt. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt ein bisschen komische Wege, aber wenn der da hinten auch sich als Stufe 1 hat, dann knacke ich den auch und schaue ich mich da auch noch um. Ich meine, wäre ja doof, wenn was ganz Wichtiges da ist. Ja, sicher, Stufe 1. Hätte ich auch in den Folgen davor machen können. Aber nö, ich mein's ja besser, ne? Schaffe ich das in der Zeit? Nee, da verlasse ich das. Jetzt habe ich das bisschen doof gemacht. Weil er nicht so schnell wollte, wie ich wollte. So, komm, schnell rüber. So. Ja, manchmal finde ich, das reagiert er nicht so, wie ich will. Aber wir finden einen Weg. So. Zugriff gewährt. Ja. Können wir uns hier auch noch umschauen. Wenn hier schon alles ist. PC, ist er freigeschaltet? Supi. Ja, herrje. So, wieder Notausgang zum Dach. Ach so, ja, natürlich könnte ich jetzt mir ein paar Wege freischalten. Sind die irgendwie grün, die Polizisten gerade auf der Karte? Irgendwie schon. So, als wären sie alle nett. Ich wette, wenn ich wieder rausgehe, sind sie wieder nicht so angezeigt. Fett. Hier sieht es ja noch geiler aus als eine andere Wohnung. Schön. Könnte mich eigentlich hier einnisten. Für einen Mann bereicht hat, ja. Aber obwohl, Adam hatte eine viel schönere. Tja, das sowieso. Ein E-Book. Angriff der Natur. Auf die Natur. Schön. Credit. Mitnehmen. Nicht hier lassen. Ich meine, bis jetzt sieht es so aus, als könnte keine Person das Geld gebrauchen. Ich schon. Hey, was sagen will ich jetzt nicht benutzen? Ja, nur gucken, ob da noch was gibt. Aber ist wieder nichts Interessantes. Obwohl, hier ist doch noch ein Schrank. Ha! Oh. Comichefte. Auch nicht schlecht. Hacken. Ja, jetzt hack ich aber ganz schön viel, ne? Wenn ihr so seht. Oh. Das könnte jetzt natürlich problematisch werden. Ich habe mich wieder vertudelt. Oh. So rum. Zugriff gewählt. Ah, geht doch. Boah. Ein bisschen Credit, aber ja, alle Comicbücher da drin. Oder Manga-Bücher. Oder wie man. Ja, ich glaube Manga. Na, ist egal. Naja, für manche ist das ein ganz großer Schatz. Kann ich auch verstehen. Heidengeld bezahlt und dementsprechend auch viel wert. Oder man mag es einfach so. Hier ist auch wieder was. Wieder sicher Stufe 1. Ja, ich finde ja genial. Knack ich auch mal. Hacken. Ja, ihr merkt, heute habe ich einen Hacktag. So. So. Komm. Kann ich einmal hier rüber. Die Zeit nehme ich mir. Bin ja schon mal da unten. Geht nicht. Nee. Geh ich so rum. Ja, ich habe eine Menge Zeit. Hier merke ich gerade. Dann hacke ich ja mal einfach mal alles durch. So. So, ich habe Zeit. So. So. Zugriff gewährt. Oh. Ja, wenn ich schon so viel Zeit habe, dann mache ich das auch ein bisschen. Hallo. Niemand zu Hause? Ich schätze nicht. Die Tür zu. So, Credit. Ich liebe das. Und wieder einen Rechner. Bestimmt wieder so verschiedene Wege. Was man haben könnte. Finde ich super. Ist ja eigentlich nicht schlecht. Momentchen, jetzt muss ich eben kurz in meinem Controller was gucken. So. Irgendwie reagierte das jetzt ganz komisch. Wollte gerade nicht. Vielleicht liegt es daran, dass der Batterieschacht nicht so richtig festsitzt. Ich meine, das ist auch ein ganz alter Controller. Den habe ich geschenkt bekommen als... ist ein Halo 3 Controller. Ja, als Halo 3 rauskam, habe ich den dann zum Geburtstag bekommen.
glaube ich. Nee, Quatsch, zu Weihnachten. Ja, das war schön. Könnt ihr euch, kann man sich jetzt so vorstellen, wie alt das Ding ist, ne? Halo 3, wann das rauskam. Ja. Schon ein paar Jährchen hat er. Oh, ein Lüftungsschacht. Könnte ich vielleicht gleich sogar benutzen. Hier wieder ein E-Book. So. Und hier noch eben schauen. Alles knacken, alles mitnehmen. Weil jetzt heute habe ich mal so ein Sidequesten kann man jetzt auch nicht sagen. Ich grase einfach alles ab. Nennen wir es doch so. Ja, komm. Ja. Zugriffsgewinn. Da hatte ich leider nicht so viel Zeit. Was haben wir denn hier? Maschinenpistole will ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Mal wenigstens hat einer eine richtige Waffe da. So, wo führt mich dieser Weg jetzt hin? Ich hoffe, irgendwo nach unten. Wer ist da? Oh. Ups, Entschuldigung. Bisschen schlecht gerade. Das hätte nicht sein müssen. Wenn hier jemand ist, kommen Sie raus. Ja, nee, ist klar. Das glaubst auch nur du, dass das einer macht. Ich hab ihn bewusstlos. Oh. Schlecht gerade. Noch schlechter. Oh oh. Ich bin okay. Ja, habe ich mich doch ein bisschen aufmerksam gemacht. Alles klar. Tue ich ganz schlecht für mich. Ganz schlecht. Leute, ich würde mal sagen. Jetzt mache ich es mal ein bisschen spannend. Ich setze einfach hier frecherweise einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also Leute, bis dahin. Ciao, ciao.